Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty Gamepad Quest Leitfaden. Ich bin der Raiden und in diesem Video möchte ich euch die Quest to The Walking Dead vorstellen und dort müssen wir eine Auswahl treffen. Wie das Ganze funktioniert, das werde ich euch einfach mal zeigen. Dank Cloud können wir das Spiel einfach starten, ohne zu installieren. Und das Ganze werden wir jetzt mal angehen. Und für die Quest solltet ihr ein paar Minuten Zeit mitbringen, ehe es dann dazu kommt, eine Entscheidung zu treffen. Aber dazu kommen wir dann gleich. Ich werde euch erstmal vorstellen bzw. zeigen, wie das Ganze hier überhaupt funktioniert. So, jetzt sind wir jetzt hier im Hauptmenü und wir gehen jetzt einfach hier auf Spielen, Folge 1 starten und los geht's. Ich habe das Spiel selbst noch nicht gespielt gehabt, ich bin jetzt nicht so der Walking Dead Fan, aber das Spiel ist sicherlich ganz, ganz gut. Der Telegames macht in generell sehr gute Spiele. So many that I can hardly remember them all. But there are two. Just two that I can never forget. I thought I was done with them. But they're not done with me. Ihr müsst immer versuchen, verschiedene Aktionen hier auszuführen mit dem Controller, damit ihr die Sequenz quasi erfolgreich beenden könnt. Also immer schön drauf achten und werdet ihr das Zeitliche segnen. Yeah.
Hey! Thanks. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir uns entscheiden müssen. Es gibt eine Kugel. Some days I envy the dead. Genau, jetzt haben wir hier eine begrenzte Wahlmöglichkeit und es gibt natürlich X mit Lack los und B bleibe. Ich entscheide mich für B, wir bleiben hier und damit habe ich jetzt meine erste Entscheidung getroffen und damit ist auch die monatliche Quest beendet.